Mein Name ist Frank Röbers, ich bin Vorstandsvorsitzender der Synaxon AG. Synaxon AG ist 1991 unter dem Namen PC-Spezialist gegründet worden. Wir haben ein Franchise-System für PC-Händler gegründet. Die Idee war dahinter, dass unabhängige Fachhändler ihre Marketing-Etats und Einkaufsströme zusammenlegen, damit sie eine Chance haben, im schärfer werdenden Wettbewerb zu bestehen. Wir haben das dann später ausgeweitet, und im Jahre 2004 war PC-Spezialist dann doch mit 70 Läden die kleinste Einheit in unserem System. Wir haben mittlerweile 2.800 Partner und wir haben deswegen umfirmiert in Synaxon AG. Synaxon ist jetzt ein Name, der drängt sich nicht gerade auf für eine IT-Verbundgruppe, aber durchaus Absicht war damals auch ein bisschen aus dem Licht der Öffentlichkeit abzutauchen, weil wir 2004, 2005 an allen Fronten Ärger hatten. Sowohl Aktionärskreis, da hat es Umschichtungen gegeben und die waren nicht glücklich mit dem, was wir gemacht haben. Unsere Partner fanden das nicht gut, was wir gemacht haben, und wir hatten es auch mit einer Attacke eines Wettbewerbers zu tun. Und da haben wir dann das eine mit dem anderen verbunden. Auf der einen Seite den Namen rausgenommen, der nicht mehr repräsentativ für das Unternehmen war. Auf der anderen Seite etwas aus dem Licht der Öffentlichkeit abgetaucht. 2006, als wir die Krise dann überstanden hatten, haben wir dann die Schotten wieder aufgemacht. Und gerade in der Situation ist mir dann zufällig Wikipedia über den Weg gekommen und wir haben uns mit dem Thema Enterprise 2.0 das erste Mal befasst. An was hat es denn gehakt? Wo lagen eure Probleme und warum konntest du dann auf einmal so dieses Wikipedia, dieses Enterprise 2.0 umarmen? Hängt es irgendwie zusammen? Also ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema, was die Ursachen der Krise gewesen sind. Ich werde jetzt mal unsere ganz subjektive Sicht der Dinge darstellen, die sicherlich nicht von allen geteilt wird. Der PC-Markt war von 1991, als wir gegründet waren, bis 2001 ein Wachstumsmarkt. Also jedes Jahr ist bis 17 bis 24% der Umsatz gestiegen. Man konnte dort nichts verkehrt machen. Dann kam noch die gute Laune aus dem Börsenhype, der Dotcom-Geschichte mit dazu, sodass wir mit unseren Partnern eher das Problem diskutiert haben, soll es jetzt ein Porsche sein oder doch lieber ein Aston Martin als nächster Wagen. Und wir hatten dann solche Themen wie Arbeitszeitverkürzung und weniger Stress mit denen diskutiert. Und als dann die Dotcom-Blase geplatzt ist, ist der PC-Markt ebenfalls unter Druck geraten. Und wir haben dann innerhalb kürzester Zeit 40% Umsatz auf der Fläche verloren, bei steigenden Absatzzahlen, sodass unsere Partner wirklich hart arbeiten mussten, plötzlich wieder auch Kosten abbauen mussten. Und da haben die uns aus heutiger Sicht verständlicherweise als eine Ursache des Problems gesehen. Wir haben möglicherweise auch nicht schnell genug reagiert auf dieses Thema. Und das hat dann zu großer Unzufriedenheit geführt bei den Partnern, die dann gesagt haben: Mensch, ihr nehmt das nicht ernst, was hier am Markt abläuft und kümmert euch da stärker um die Probleme, weil man aus heutiger Sicht sagen muss, wir hätten da auch mit aller Energie nichts dran ändern können. Wenn ein Markt sich konsolidiert, dann wird es eben hart für alle Beteiligten, dann müssen die Kosten runter, dann muss mehr gearbeitet werden. Und das hat dann eben zu sehr großer Presseöffentlichkeit geführt. In unserer Branche werden viele Diskurse eben öffentlich ausgetauscht und das ist dann bis in unsere Aktionärskreise reingegangen. Was dann auch noch hinzukam, ist, dass unsere Gründer das Unternehmen verlassen haben, also Flanken an allen Stellen. So, und das war eine Schwächephase, die wir damals hatten und die mussten wir irgendwie wieder in den Griff kriegen. Und die habt ihr in den Griff gekriegt? Ja, aber das hatte mit Enterprise 2.0 noch nicht viel zu tun. Das mussten wir erstmal anderweitig lösen, das Thema. Ich glaube auch nicht, dass zu jeder Phase eines Unternehmens absolute Offenheit das richtige Mittel ist, sondern es gibt eben durchaus Zeitpunkte, wo man dann sagen muss, wir sind in einem fast kriegsähnlichen Zustand. Und in solchen Situationen muss man sich sehr genau überlegen, welche Informationen man wann an die Öffentlichkeit lässt. Aber wenn man dann, sagen wir mal, die schlimmste Krisenzeit hinter sich hat, die schlimmste Gefahrenlage hinter sich hat, dann kann man durchaus sich auch wieder öffnen. Bevor wir jetzt mit dem, du hast gesagt, du hast in Wikipedia gelesen. Ja. So, erster Schritt zu Enterprise 2.0. Warum hat dich das damals überzeugt oder was hat da Klick bei dir gemacht, als du dieses System, sage ich jetzt mal, Wikipedia dir angeschaut hast? Was waren deine Gedankengänge dann hin zum Unternehmen? Warum passt es vielleicht bei euch besser als beim anderen? Du hast vorhin in unserem Vorgespräch schon mal gesagt, dass ihr ja ein relativ kleines Kernteam seid, Ja. aber dann mit Partnern doch sehr dezentral auch schon netzwerkartig arbeitet. Vielleicht ist es ja von Vorteil bei Enterprise 2.0, ich weiß es nicht. Also Wenn da deine ersten Gedankengänge, warum, weshalb, warum Wikipedia, was ja nicht unbedingt kommerziell ausgerichtet ja, ist, genau. warum das da
Warum der Klick kam? Also die Synaxon ist ein dezentral agierendes Unternehmen seit Gründung. Ein Franchise-System wird anders geführt als ein Filialsystem. Ich muss Menschen überzeugen, ich muss mehr Freiheitsgrade zulassen. Das sind Unternehmer und das sollen auch nicht nur Scheinunternehmer sein, sondern Leute, die natürlich auch die entsprechenden Entscheidungsfreiräume haben. In unseren weiteren Geschäftsfeldern, Microtrend, Akzent, iTeam ist es noch dezentraler. Das ist eine IT-Verbundgruppe. Da gibt es noch mehr Freiraum, noch weniger zentrale Führung. Das heißt also, einer der Prinzipien aus Enterprise 2.0 war uns nicht fremd. Wir hatten da nur keine technische Plattform für. Wikipedia selbst hat mich am Anfang nicht so wahnsinnig fasziniert. Ich habe recherchiert, ich habe es genutzt als passiver Leser und Rechercheur von Informationen, aber Klick gemacht hat es, als ich zu einem Vortrag von Jimmy Wales eingeladen wurde, Petersberg in der Nähe von Bonn. Und der hat ein bisschen vorgestellt, wie die Wirkmechanismen hinter Wikipedia sind. Und da habe ich gedacht, okay, dieses System musst du dir genauer anschauen, denn damals war gerade die Diskussion, kann das von der Qualität her passen mit Wikipedia und Wales hatte die ersten Studien mit im Gepäck, wo er gezeigt hat, wir sind mindestens so gut von der Qualität wie kommerzielle Produkte, wir sind aber schneller und größer und wir wachsen wie verrückt. Und er hatte die Mechanismen vorgestellt und wenn man das zum ersten Mal hört, dann denkt man, ja, das ist der Gründer, der ist hochmotiviert, da irgendwie Propaganda für sein Unternehmen zu machen, für Wikipedia, das stimmt möglicherweise alles so nicht. Und ich neige dazu, dann Dinge auch selber auszuprobieren und habe dann selber als Redakteur ein bisschen gearbeitet in Wikipedia und habe festgestellt, er hat eher untertrieben, was die Mechanismen dort anging. Und wenn man sich den harten Kern der Redakteure bei Wikipedia Deutschland anguckt, das sind immerhin 20.000 Menschen, die sehr regelmäßig arbeiten, wie viel Zeit die da reinstecken, mit welcher Motivation die da arbeiten und dass die wirklich mit einem ganz schmalen Regelwerk auskommen, wenn man bedenkt, wie viele Menschen damit organisiert werden müssen, das ist faszinierend. Und dann stellt sich natürlich die Frage, kann man diese ganzen schönen, positiven Aspekte auf ein Unternehmen übertragen oder nicht? Und da Dezentralität schon durchaus eins der Wesensmerkmale der Synaxon immer gewesen ist, habe ich gesagt, wir sollten es probieren, wir sollten Wikipedia einführen, die Software dahinter, MediaWiki. Und wir sollten es aber nicht nur als Nachschlagewerk nehmen, sondern als zentrales Arbeitswerkzeug und wir sollten die Wirkmechanismen davon übernehmen. Und die Wirkmechanismen sind eben, jeder kann alles sehen, jeder darf alles ändern, ohne dass Freigabemechanismen dahinter sind und ein Minimum an Regeln nur. Das heißt, man setzt sehr stark auf die Selbstregulierung. Und wenn man sich einfach mal anschaut, wie sich die Arbeitswelt schon in der kurzen Zeit von Synaxon verändert hat. 1991, da hatten wir noch sehr viele Sachbearbeiterjobs. Also da mussten Auftragsbestätigungen geschrieben werden, Rechnungen geschrieben werden. Der Akademikeranteil ist bei uns immer größer geworden im Laufe der Jahre. Der dürfte bei uns gut bei 80% mittlerweile liegen. Bei wie vielen Leuten? 120 in der Zentrale. Und diese wirklich stumpfen Sachbearbeiterjobs sind weggefallen größtenteils. Das heißt also, wir haben nur noch Leute, die entweder führen müssen, die kreativ arbeiten müssen, die Prozesse gestalten, die Software entwickeln. Also hochanspruchsvolle Aufgabengebiete. Und wenn ich mir jetzt die alte Unternehmensform Enterprise 1.0, wie ich es mal nennen, anschaue, die ist exzellent geeignet, um durch eine schlaue Führungskraft ganz viele schwach qualifizierte Menschen zu führen. Dafür ist sie gut geeignet. Also viel Kontrolle, wenig Freiraum, strenge Richtlinien, Information als Herrschaftsinstrument auch. Wenn ich aber mit wenigen, aber dafür hochqualifizierten Menschen arbeiten muss, dann funktioniert das nicht. Damit frustriere ich die und reite mir die völlig kaputt, diese Mitarbeiter. Weil wenn ich von meinen Mitarbeitern Kreativität erwarte und hohes Engagement, da muss ich denen auch die Plattform dafür bieten, das zu machen. Und das bietet das alte Rechte- und Rollensystem, wie man es in Enterprise 1.0 hatte. Also Serverstruktur mit Verzeichnissen. Und dann darf eben der Einkäufer nur auf Einkaufsverzeichnis gucken und der Marketingmitarbeiter nur aufs Marketing. Und das erledigt sich völlig, wenn ich in Projekt- und Prozessorientierung reingehe. Dann ist Aufbauorganisation ein Riesenhemmschuh. Und wenn ich dann auch noch das zusätzlich ergänze um Matrixfunktionen, das heißt, ich kreuze diese Organisationsformen einfach miteinander, dann bin ich mit Enterprise 1.0, Befehl und Gehorsam, also militärischer Prägung, und das ist alte Unternehmensorganisationen in meinen Augen, bin ich sehr schnell am Ende. Das führt dazu, dass Mitarbeiter irgendwann entweder wahnsinnig werden, in die innere Kündigung gehen, weil sie sollen auf der einen Seite kreativ sein, aber sie haben nicht die Möglichkeiten dazu, das zu tun. Wie würdest du jetzt für dich, für euer Unternehmen Synaxon Enterprise 2.0 definieren? Was heißt das? Mir ist es deshalb wichtig, das sollte sich dann auch durch die ganzen Fragen nachher noch ziehen, dass man mal so ein Grundverständnis hat über das, was du redest, wenn du sagst Enterprise 2.0. Ist vielleicht was anderes, wie ich denke, aber einfach,
dass wir es mal griffig haben. Ja, also unsere Definition von Enterprise 2.0 ist die Anwendung von Web 2.0-Technologien im Unternehmensumfeld. Also da machen wir es uns ganz einfach, dann stellt sich natürlich die nächste Frage, was verstehen wir unter Web 2.0? Aber erstmal Enterprise 2.0 ist für uns nur die Anwendung von Web 2.0-Applikationen im Unternehmen. Und Web 2.0 ist für mich neben dem Mitmachnetz, also User-Generated Content und der sozialen Vernetzung und der Schnelligkeit von Kommunikation erstmal nichts anderes als die Übertragung der Open-Source-Software-Entwicklungsidee auf andere Medien. Während man früher bei Linux sich eben auf Softwareentwicklung gestürzt hat und im Prinzip mit den gleichen Mechanismen arbeitet wie heute in Web 2.0 und Enterprise 2.0, hat sich diese Idee verselbstständigt und ist dann mit Wikipedia auf Wissen erstmal übertragen worden, später auf Medien, wie Blogs gezeigt haben. Und diese ganze Organisationsform, die ich in Open-Source-Projekten heute sehe, ist also erst in Web 2.0 installiert worden und greift heute auf die Unternehmen über. Und das ist eben die spannende Frage, wie weit kann man das Spiel treiben. Was würdest du jetzt sagen, das ist ja noch relativ jung bei euch, jetzt 3 Jahre auch, ne, dieser Wandlungsprozess. Was hat sich an dem Wir, der Synaxon, was hat sich da verändert? Also ich glaube, dass die Vernetzung der Gehirne durch Enterprise 2.0 erst wirklich begonnen hat. Es gibt sehr, sehr schöne Effekte, die durch die Technologie gefördert werden. Nehmen wir mal als neuestes Beispiel bei uns das Microblogging. Das führt eben dazu, dass wir schon fast so eine Art kollektives Bewusstsein entwickeln bei den Leuten, die da mitmachen. Und das ist ein hoher Prozentsatz unserer Mitarbeiter. Dadurch, dass wir ständig berichten, was wir gerade machen, was wir denken, woran wir arbeiten, was wir einen Wissen wert halten, da habe ich plötzlich Vernetzungseffekte, die zu hoher Dynamik in vielen Bereichen geführt haben. Und das ist bei unseren Wikis ganz genauso gewesen, auch bei den Blogs. Bei den Wikis ist ja ein Prinzip, ein Stummel zu schreiben. Also vorher mussten wir, wenn wir ein Dokument schreiben, alleine mussten wir schon ein relativ fertiges Produkt abgeben, bevor wir es veröffentlicht haben. Bei Wikis ist es ja üblich, einfach anzufangen, liegen zu lassen und hoffen, dass irgendjemand mit einer ergänzenden Kompetenz mithilft. Und das funktioniert auch ganz gut bei Wikis. Und deswegen glaube ich, dass dieses Entstehen eines kollektiven Bewusstseins und einer kollektiven Intelligenz durch Enterprise 2.0 ganz wunderbar gefördert wird und bei uns auch tatsächlich stattfindet. Und warum, glaubst du, findet es bei euch statt? Weil in vielen Unternehmen hat man ja auch irgendwo das Problem, dass Wikis angeboten werden oder ein Blog oder von mir aus dieses Microblogging, Twitter oder so. Und dann sagen die, oh, habe ich nicht noch Zeit, das zu machen. Und da fehlt einfach das Bewusstsein und nur ein kleiner Prozentsatz der Mitarbeiter macht eigentlich mit. Ja. Warum, glaubst du, ist das bei euch nicht so? Ich glaube, dass die Technik das kleinste Element in Enterprise 2.0 ist und auch mittlerweile das billigste. Die meiste Software, die ich dafür brauche, kriege ich kostenlos. Und wenn ich heute Enterprise 2.0 über Technik definiere und glaube, ich brauche nur die Technik einführen und der Rest kommt dann schon, das ist zumindest mal riskant. Vielleicht ist es auch ein Irrtum sogar. Das kann nicht funktionieren. Und ich glaube, bei uns der große Unterschied ist, dass wir gesagt haben, wir führen nicht nur die Technik ein, sondern wir nehmen das sehr ernst, was die Wirkmechanismen dahinter angeht. Das heißt also tatsächlich, wir geben frei, wir lassen los und sagen, die Kompetenz für viele Themen ist eben nicht auf die Führungskräfte konzentriert, sondern sie sitzt auch durchaus eine Etage tiefer. Und das zu erkennen und das möglich zu machen über Wikis ist eben erstmal eine Frage der Unternehmenskultur und weniger der Technik. Und ich glaube, ein Missverständnis, was man sehr oft beobachtet bei der Einführung von Wikis, ist, dass man es als eine zusätzliche Plattform, zusätzlich zum Intranet, zu einer File-Server-Struktur noch mit einführt, dann ist es einfach nur noch lästig. Der wesentliche Unterschied bei uns ist, wir machen fast alles ausschließlich über das Wiki. Wir haben kein eigenes Intranet mehr, sondern das ist das Wiki. Wir haben keine Projektplattform, das ist ausschließlich im Wiki abgebildet. Wir haben kein eigenes Regelwerk. Das heißt, die Nutzung von Office ist stark zurückgedrängt und das, was vorher auf dem File-Server rumgeschlummert hat in unterschiedlichsten Verzeichnissen, findet jetzt eben im Wiki statt. Und das sieht man an der puren Anzahl der Dokumente. Wir haben 25.000 Dokumente im Wiki drin. Und das ist, glaube ich, wichtig, das als exklusives und ausschließliches Medium dann auch zu nutzen. Ansonsten ist es halt nur mehr Arbeit. Und wenn ich ein leeres Wiki reinstelle in eine Firma und sage so, jetzt teilt doch mal alle bitte euer Wissen,
Ich habe noch nicht gesehen, wo das funktioniert hat, sondern das ist wie bei Open Source. Man kann unglaublich viel bei Open Source lernen. Wenn ich heute mit der Idee gehe und sage, komm Jungs, wir schreiben jetzt einfach mal ein neues Betriebssystem. Das wird nicht funktionieren. Linus Torvald hat das auch anders gemacht, sondern er hat 60-70% des Kernels fertig gehabt, bevor er das Ding öffentlich gestellt hat. Und dann macht es Spaß mitzumachen, dann habe ich Orientierung durch den Projektstand. Das haben wir mit dem Wiki genauso gemacht. Wir haben 5000 Dokumente ins Wiki reingestellt. Das war ein Kraftakt. Da haben unsere Wiki-Fans halt mal ein paar Sonderschichten geschoben. Im Discount würde man sagen, freiwillige Vor- und Nacharbeit. Und, da muss man auch wirklich keinen zu zwingen. Das haben alle mit Begeisterung gemacht. Aber das muss man schon sagen, Office-Dokumente in Wiki zu konvertieren, das ist Strafarbeit. Das ist wirklich nicht, das macht keinen Spaß. Und das heißt, unser Wiki, bevor es öffentlich war, unternehmensöffentlich, war vorbefüllt. Und es war jedem klar, aha, das ist es. Das ist das Projektportal, das ist die Aufbauorganisation, das sind die Projekte, die Prozesse, wie sie abgebildet sind, das ist das Regelwerk, das war alles schon drin. Wenn ich es jetzt freigebe, dann ist allein durch die vorgegebene Struktur vollkommen klar, was da jetzt als nächstes zu kommen hat und dann fliegt es. Aber ein leeres Wiki hinstellen und dann sagen so, jeder teilt das mal, das hat noch nie funktioniert. Diese gesamten Wissensmanagement-Offensiven, die ich gesehen habe, die gescheitert haben, sind eben an diesen leeren Containern gescheitert. Wir haben jetzt gerade kürzlich, ich glaube, das Interview hast du auch gesehen, was wir mit dem Professor Kruse gemacht haben. Ja, genau. Und er hat ja, du hast eben angesprochen, dass dieses Enterprise 2.0 auch eher eine Frage der Unternehmenskultur ist. Wenn sich da nichts tut, dann kann ich unten triggern, wie will ich, mit irgendwelchen Tools, dann passiert halt nichts. Kruse sagt jetzt aber, eine Unternehmenskultur zu ändern, ist eigentlich super gut, nur es ist super schwer. Absolut. Wie habt ihr eure Kultur geändert? Wie ist der Prozess? Habt ihr sowas wie eine Unternehmenskultur festgeschrieben oder stehst du da als CEO dafür? Oder wie würdest du diesen Begriff, er sagt ja auch, Kruse sagt ja auch, dass Unternehmenskultur eigentlich diese kollektive Intelligenz ist, die aus dem Netzwerk kommt. Wie ist das bei euch? Also Unternehmenskultur ist bei uns kodifiziert, festgeschrieben, von der Gründung an. Also mit Gründung haben wir das erste Unternehmensleitbild festgeschrieben. In diesem Unternehmensleitbild steht auf der einen Seite immer drin, was wir erreichen wollen. Unsere Ziele, unsere Vision, dann unsere Mission, aber auch immer die Werte und Prinzipien, nach denen wir arbeiten wollen, die sehr stark die Unternehmenskultur geprägt haben bei uns. Und ich habe eben ein bisschen über die Unternehmenskrise bei uns berichtet. Bis dahin waren wir ein sehr traditionelles Handelsunternehmen. Klar, wir sind mit über 3 Milliarden Außenumsatz, sind wir der größte IT-Nachfrager in Deutschland. Da hängt ein Einkaufsstrom allein in der Hardware von 1,5 Milliarden Euro pro Jahr dahinter. Und da funktionieren wir sehr ähnlich wie eine Metro oder wie jede andere Großorganisation, die sich mit Einkauf und Marketing befasst. Und das hat sich auch in dem 2002er Unternehmensleitbild, was da in der zweiten Version gekommen ist, auch sehr stark niedergeschlagen. Das war traditionell, klassisch, konservativ. Wir sahen zwar nicht so aus, wir sehen bis heute nicht so aus, aber wir sind vom Verhalten her bis dahin ein sehr traditionelles, stockkonservatives Unternehmen gewesen. Da standen dann eben solche Dinge drin wie Fleißdisziplin, Demut, Vermeidung von Verschwendung. Also das, was man, das könnte man in der Lidl genauso finden wie in jedem anderen Handelsunternehmen. Die leben davon auch. Das ist wichtig für solche Unternehmen, das zu haben. Und als wir dann die Enterprise 2.0 Tools bei uns eingeführt haben und das Wiki, mit dem das alles losgegangen ist, haben wir gemerkt, das passt hinten und vorne nicht mehr. Und die Unternehmenskultur, die sich bis dahin von alleine ergeben hatte, passte zu dem kodifizierten Leitbild nicht mehr. Und das hat auch dazu geführt, dass sich die ersten Änderungen, die dort vorgenommen worden sind durch unsere Mitarbeiter, zwar geschockt, aber doch immerhin einfach mal zur Kenntnis genommen habe. Und weil mir klar war, wir werden jetzt was Neues brauchen. Ich bin ein großer Freund davon, die wichtigsten Punkte des Unternehmensleitbildes auch aufzuschreiben, damit man entweder darüber diskutieren kann oder sich darauf einigen kann. Und das hat dann in ein neues Unternehmensleitbild gemündet, was 2007, Anfang 2007 entstanden ist. Und das ist mit dem alten nicht mehr identisch. Das ist völlig was anderes. Da stehen dann eben solche Sachen drin wie Open Company, ist alles ein bisschen auf Englisch angetriggert. Open Company, Mass Collaboration, Microworks, also alles, was so Enterprise 2.0 ausmacht, ist dort an Werten und Prinzipien aufgeschrieben worden. Das heißt also, die wesentlichen Kulturelemente sind bei uns öffentlich im Unternehmensleitbild auch auf synaxon.de nachzulesen. Wie würdest du jetzt, gehen wir mal ganz speziell jetzt auf den Kruse, ne? Der sagt,
selbst wenn man so eine Unternehmenskultur festschreibt, wenn ihr euch als Führungskräfte auch da committet und danach lebt und das dann auch wirklich in die Linie mit runtergebt, ne, ist das eine Geschichte. Er sagt aber auch, dass eine Kultur, auch wenn Leute austauschen und so, nach wie vor, du kannst nicht gerade auf so einen Schalter drücken und dann geht die neue Kultur an. Das hat mit all den Wandlungsprozessen, die durch so ein Netzwerk passieren, auch zu tun. Ja. Wie würdest du das beschreiben, dass ihr auf der einen Seite A sowas festschreibt? Ja? Mhm. Wie ist der Bezug von dieser Unternehmenskultur zu diesem Netzwerk, was ihr habt, zu dieser kollektiven Intelligenz, die hoffentlich aus diesem Netzwerk kommt? Also das kommt sie, das ist ganz sicher bei uns. Aber ich teile Professor Kruses Ansicht, dass das eine der härtesten und schwierigsten Aufgaben von Führung heute ist, einen Kulturwandel zu erzeugen. Es gibt nichts Stabileres als eine Unternehmenskultur. Und er hat mal in einem seiner Bücher ein sehr schönes Bild dafür gezeichnet, wie man das vergleichen kann. Eine Unternehmenskultur ist ein sehr stabiler Zustand. Das heißt also, wir haben es mit so einem U zu tun und da ist eine Kugel. Und die kann ich jetzt anstoßen, die rollt immer wieder in die Mittellage zurück, immer wieder in den alten Zustand. Das Einzige, was ich tun kann, ist, ich kann dafür sorgen, dass sich dieses U umdreht und die Kugel oben drauf ist und ich schubse dann runter. Das heißt, ich muss das System im tiefsten erschüttern, wenn ich es verändern möchte und destabilisieren. Ich kann aber ein stabiles System nicht durch kleine, zarte Eingriffe irgendwie verändern. Das haut nicht hin. Und das ist bei uns auch eins der schwierigsten und am heftigsten diskutierten Themen gewesen. Wir haben von Anfang an sehr viele Fans für diese Idee bei uns im Unternehmen gehabt, aber wir haben natürlich auch Leute gehabt, die gesagt haben, das passt nicht, das passt nicht zu unserem Unternehmen und ich teile das auch nicht. Und wenn man Glück hat wie wir und eine große Mehrheit der Führungskräfte das von Anfang an mitteilt und ein kleiner Rest übrig bleibt, mit dem man sich dann auseinandersetzen muss, dann brauche ich diesen Schockzustand wahrscheinlich nicht. Bis jetzt sind wir jedenfalls ohne ausgekommen. Weil die meisten Mitarbeiter bei uns privat im Web 2.0-Umfeld unterwegs gewesen sind und die Idee sofort begriffen haben, auch welches Potenzial sie haben. Auch bei unseren Führungskräften ist das so gewesen. Und wir haben auch das Riesenglück, dass wir von Anfang an keine generalistisch geprägten Führungskräfte ohne Fachkompetenz haben. Also wenn ich mir ein großes Unternehmen angucke, was 100.000 Mitarbeiter hat, wo die Führungskräfte oftmals frei von Fachkompetenz in Führungsaufgaben reingesetzt werden, weil man sagt, Führungsfähigkeit als solches reicht, für die ist Enterprise 2.0 ein Albtraum. Weil die das nicht mehr, die geben die Kontrolle ab und können die Ergebnisse auch nicht mehr irgendwie kontrollieren. Mhm. Das ist ja bei Führungskräften, die Fachkompetenz haben, vollkommen anders. Die sind froh, dass sie sich mit dem ganzen Kleinkram nicht mehr befassen müssen und sich auf den wesentlichen Kern der Führung konzentrieren können. Und das war bei uns so. Das heißt also, wir haben nur Leute auf den Führungspositionen sitzen, die sehr tief in ihrem Fach drinstecken, die Ahnung davon haben und die das nicht als Bedrohung wahrgenommen haben. Aber irgendwann erreicht man dann einen Zeitpunkt und das ist bei uns jetzt gerade so der Fall. Wir sind ein deutsches Unternehmen, nicht so schnell wie viele amerikanische Unternehmen. Das heißt, wir haben uns 2,5 Jahre Zeit gegeben, wo man jetzt sagen muss, okay, liebe Kollegen, ihr hattet 2,5 Jahre Zeit zu prüfen, ob das jetzt das Unternehmen ist, was den richtigen Rahmen für euch bietet. Entweder ihr macht jetzt mit oder aber ihr verlasst das Unternehmen. Okay. Und wir haben von Anfang an unser Unternehmensleitbild, diese neue Unternehmenskultur in unser Bewertungssystem mit integriert. Das heißt, Mitarbeiter. Ja, genau. Also mindestens 2-mal pro Jahr, wahrscheinlich sogar 3-mal, wird ein Abgleich gemacht. Verhält er sich nach dem Unternehmensleitbild, nach dieser neuen Unternehmenskultur? Nimmt er teil an dem Teilen von Informationen und an den ganzen Dingen, die Enterprise 2.0 ausmachen oder nicht? Und wenn er jetzt 2,5 Jahre später beharrlich immer noch schlechte Ratings dort kassiert, dann ist jetzt langsam der Zeitpunkt, wo wir uns fragen müssen, ist die Synaxon das richtige Unternehmen? Weil wir sind uns sicher jetzt, auch mehrheitlich sicher, wir wollen diesen Weg weitergehen. Du hast für dich erkannt, das ist nicht der richtige Weg, dann kannst du hier nicht mehr arbeiten. Mhm. Und was macht euch so sicher, dass das der richtige Weg ist? Die Ergebnisse sind angesprungen. Also wir sind in der Zeit von Einführung Enterprise 2.0 bis heute dramatisch gewachsen, was die Partneranzahl und die Leistungsfähigkeit angeht. Und wir waren gezwungen, parallel zu der Enterprise 2.0 Entwicklung auch noch in eine Matrix-Organisation zu überführen. Früher hatte jede Marke bei uns seine eigenen Fachabteilung. Also Microtrend eigene Expansionsabteilung, Operationsabteilung, Marketingabteilung. Und wenn wir das durchgezogen hätten, hätten wir jetzt über 300 Mitarbeiter, so
sondern wir haben dann irgendwann nach zwei großen Akquisitionen, die wir gemacht haben, gesagt, wir müssen matrixfähig werden. Und diese Matrixfähigkeit ist durch Enterprise 2.0 so stark gefördert worden, dass heute große Einigkeit darüber besteht, dass wir da nicht wieder zurück wollen. Was hat sich jetzt bei euch am Unternehmen zum einen mal an diesem inneren Kern und dann auch mit den Partnern hin geändert durch in der inneren Struktur? Sind Hierarchien weggefallen? Wurden Linien ausgedünnt oder irgendwas? Was hat sich da wirklich so greifbar verändert? Vielleicht auch für eure Kunden. Du hast ja vorhin gesagt, in eurer Krise, die haben euch auch alle nicht sehr gelebt damals. Warum lieben sie euch jetzt mehr? Was machen die an diesem Prozess? Machen die mit? Oder? Also noch viel schlanker als wir gewesen sind, kann man nicht organisiert sein. Und ich glaube, durch Enterprise 2.0 ändert sich auch das eiserne Führungsprinzip des richtigen Verhältnisses zwischen Führung und Geführten nicht so wirklich richtig. Also wenn ich heute von dem Schleifen von Hierarchien spreche und dann irgendwann in die Situation komme, dass eine Führungskraft 100 Leute führen soll, weil ich das Mittelmanagement einfach wegrationalisiere, glaube ich, ist das ein Riesenirrtum. Ich glaube, dass wir momentan eher auf dem Weg sind, das Führungsverhältnis eher Richtung kleinerer Teams noch zu geben. Das heißt also, eine Führungskraft kann heute maximal 20, aber eher 7 bis 12 Mitarbeiter führen, weil es viel anspruchsvoller ist, schlaue, nette Menschen zu führen, als eben viele niedrig qualifizierte Sachbearbeiter. Sodass ich nicht glaube, dass die Hierarchien entschlackt werden dadurch. Ich glaube, da sind die meisten Unternehmen, wir gehören da ganz eindeutig zu, nicht mehr in der Situation, noch schlanker werden zu können. Was wir allerdings haben, ist, die Führung ist komplexer geworden. Das heißt also, neben der Aufbauorganisation, die wir vorher hatten, Vorstand, Abteilungsleiter, Mitarbeiter, mehr Führungsebenen haben wir nicht, die disziplinär führen dürfen, ist eben die Projektebene noch dazugekommen, Projektleiter. Und dazu sind die Prozesse noch dazugekommen, die Prozesseigner. Und wir haben jetzt die Situation, dass das eben in eine Matrixorganisation aufgeht und eine Führungskraft auch nicht mehr den exklusiven, alleinigen Zugriff auf einen Mitarbeiter hat, weil der ist eben nicht nur in der Marketingabteilung, sondern der ist in einem Projekt beispielsweise zur Verbesserung unserer Einkaufsplattform mit dabei. Er ist zusätzlich auf einem Prozess in einer Partnereingliederung mit dabei. Das heißt also, jeder Kollege ist in mehreren Rollen unterwegs und hat in diesen Rollen auch unterschiedliche Vorgesetzte und Führungskräfte wieder. Und das hat die Sache eher verkompliziert, es ist komplexer geworden. Enterprise 2.0 ist in der Lage, das technisch gut mit abzubilden und zu begleiten. Und was man auch heute doch sagen kann, ist, dass diese Komplexität in Zukunft wahrscheinlich noch eher zunehmen wird, weil noch mehr Rollen mit dazukommen. Und möglicherweise werden wir auch hier eine Anleihe aus der Open-Source-Bewegung bekommen, wo es eben auch heute völlig normal ist, in 6, 7 unterschiedlichen Rollen unterwegs zu sein, in unterschiedlichen Teams zu sitzen und dann auch unterschiedliche Chefs zu haben. Und die Definition der Führungskraft verändert sich gerade. Das ist nicht mehr so einfach, wie das früher gewesen ist. Und willst du jetzt mal definieren, auch wenn da vieles noch im Fluss ist, diese Führungskraft? Sicherlich hat es irgendwo was mit Verantwortung zu tun. Verantwortungsbereiche werden größer für einzelne Leute. Die alte Führungskraft hat es ganz einfach gehabt. Sie hat Leute eingestellt, bewertet, geführt und wieder entlassen. Und hatte den alleinigen Zugriff darauf. Heute ist es eben nicht mehr so. Und wenn du dir jetzt mal anschaust, wie das in der Open Source läuft, dort schnappt sich einer eine Aufgabe, eine Führungsverantwortung. Das ist so ein bisschen Meritokratie gemischt mit einer Diktatur, wie das funktioniert, mit basisdemokratischen Elementen noch mit dabei. Also auch sehr komplex, das ist nicht einfach zu beschreiben, so eine Hierarchie dort. Und wenn ich mich jetzt zur Führungskraft aufschwinge, dann brauche ich Leute, die mir folgen. Die muss ich mir jetzt suchen. Bei Wikipedia genauso wie in der Open-Source-Bewegung. Und wenn ich da als Führungskraft nicht überzeugend bin, das heißt, ich habe kein spannendes Projekt und ich tauge als Mensch möglicherweise gar nicht in dieser Rolle, dann finde ich einfach niemanden, der sich von mir führen lässt. Reputation ist ganz wichtig. Und in der Wirtschaft funktioniert das ja noch anders. Also da wird gesagt, okay, du bist jetzt in dem Team, das ist dein neuer Chef. Und ich glaube, dass wir Elemente dieser Meritokratie, die sehr reputationsgestützt ist, in der Wirtschaft demnächst sehen werden. Das heißt also, eine Führungskraft schwingt sich selber in eine Verantwortungsposition auf und wird nicht ernannt, sondern sagt einfach, ich habe erkannt, die Internetseite von PC-Spezialist muss verbessert werden. Ich brauche Leute, die mir dabei
dabei helfen. Das findet sich selber, das Team, bei uns im Wiki dann. Man lässt sich die Freigaben von denjenigen geben, die die Personalressource verwalten, aber wenn die keine Lust haben, sich von diesen Menschen führen zu lassen, dann hat er eben keine Mitarbeiter. Das heißt, die Führung wird schwieriger. Auf der anderen Seite, das ist jetzt gerade ein sehr, sehr gutes Beispiel, was du benennst, weil das ist auch ein ähnliches Problem, was gerade Comedia hatte. Und die sind da ein bisschen, sage ich jetzt mal, zurückgerudert. Die haben auch, jeder, wenn einer gesagt hat, was weiß ich, wir verändern jetzt die Website, ne, oder die haben diesen Twitter-Klon da nachgebaut, ne, für Triller heißt das dann, glaube ich, bei denen. Aber haben es dann letztendlich nicht unbedingt geschafft, das wieder so in die Linie reinzubringen, dass es dann tatsächlich auch wirklich ausgeführt wurde mit einem sehr, sehr hohen Qualitätsstandard, ne? Dass das wiederum zu ihrem Produkt, zu dem Content-Management-System, was sie anbieten, passt. Also die haben zwar schon, die Idee kam alles hoch, ne? Aus dieser Menge, die haben auch die Energie schon noch gehabt, da an bestimmten Sachen weiterzumachen, aber was passiert, wenn dieser Typ mit der Webseite vielleicht recht hat, ne, aber das dann von dem Unternehmen nicht so getrieben wird, weil die jetzt vielleicht denken, meine Zeit ist doch irgendwie begrenzt, ich mache lieber für, ist aber notwendig, das zu machen. Was machst du dann? Also ich halte das noch für lösbar. Und zwar durch ein ganz normales Projektfreigabeverfahren. Also wenn jemand sagt, ich möchte, dass die Internetseite neu gestaltet wird und er hat auch Leute, die da mitmachen würden, dann braucht er jetzt ja trotzdem Ressourcen. Er braucht Geld, er muss die Mitarbeiter, die sich in dem Team zusammengefunden haben, aus anderen Aufgaben ja freischaufeln. Das heißt, er braucht jetzt eine ganze Menge Freigaben. Er muss also die Chefs 1.0 davon überzeugen, dass sie tatsächlich im Projekt auch arbeiten können. Er braucht eine Freigabe für das Geld und das funktioniert bei uns ganz gut. Also wenn einer diese Idee hat und stellt einen Projektantrag, stellt eben dort vor, was ist der Ist-Zustand, wie er ihn jetzt gerade feststellt, was ist der Soll-Zustand, den er gerne erreichen möchte, was möchte er mit dem Projekt genau machen, was wird das kosten, welche Ressourcen braucht er, stellt das bei uns ins Wiki und dann gibt es einen formalisierten Freigabeprozess dahinter. Das darf man dann eben nicht selber entscheiden. Ich gebe jetzt 1 Million für die nächste Seite aus. Dann ist die Linie wieder da. Dann ist sie wieder da. Und das heißt, man muss das Kunststück in den Griff bekommen, Kreativität bis zu einem bestimmten Punkt zuzulassen, dass sie nicht getötet wird durch Formalismen. Aber dann gibt es den Punkt, dann geht es um die Wurst, nämlich um fremde Ressourcen. Das ist ja nicht sein Geld, das ist das Geld der Aktionäre, mit dem er da umgeht. Und es muss jetzt irgendwie dem Unternehmenszweck dienen und da freigegeben werden auch. Und an der Stelle verlassen wir den kreativen Prozess und dann geht es in eine ganz strikte Umsetzungsschiene mit rein und dann braucht er Freigaben dafür. Es ist nicht sein Geld, also muss er andere fragen. Wenn er fremdes Geld haben möchte, und das ist hier der Fall, dann muss er eben denjenigen, der dieses Geld vertritt, das ist in diesem Fall der Vorstand bei uns im Unternehmen, muss er fragen, ob er das nutzen kann. Und wie groß ist da die Frustrate, wenn ihr Nein sagt? Ich glaube, ich glaube, sehr groß. Denn keiner macht sich die Mühe, einen Projektantrag zu stellen, wenn er nicht zutiefst davon überzeugt ist, dass das richtig ist, was er da macht. Und wir haben eine Projektflut, die wir nicht beherrschen können. Also wir haben immer Ressourcenknappheit. Das heißt, gerade im Bereich der Softwareentwicklung haben wir ganz, ganz viele Projekte, die da gestartet werden sollen, die dann runterpriorisiert werden später und gar nicht gemacht werden. Und das frustriert das ganz sicher so. Und wie fangt ihr das auf? Gute Frage. Also da gibt es nichts Formalisiertes, also dass das jetzt in eine psychische Betreuung kommt danach oder so. Und also bis jetzt gar nicht. Aber das hat auch noch nicht dazu geführt, dass der Frust so groß ist, dass die Mitarbeiter irgendwann sagen, jetzt reicht's. Jetzt haben wir ziemlich viel schon über die Mitarbeiter gesprochen, wie sich ihr Aufgabengebiet erweitert hat, verändert hat, wie sie mehr Verantwortung übernehmen. Was heißt es jetzt für den monatlichen Gehaltszettel von den Mitarbeitern? Werden die, ich meine, ihr nehmt sie ja schon jetzt mehr in Verantwortung, ne? Auch auf unterschiedlichsten hierarchischen Ebenen, nehme ich jetzt mal an. Denkt ihr darüber nach, Mitarbeiter da irgendwie zu beteiligen oder neuen Gehaltsmodus zu finden? Weil man, ihr müsst ja auch mit irgendwas einstellen und da steht halt drauf, du machst das und das. Ne? Ja. Wie geht er mit dem um? Ist das Thema bei euch schon? Gerade wenn ihr, ich meine, man kann es über Projekte definieren, man kann es über alles Mögliche, gibt es da Ansatzpunkte für?
Ja. Seid ihr so tief drin, dass ihr euch da Gedanken drüber macht oder dass das vielleicht auch von den Mitarbeitern kommt, gefordert wird? Ja, das ist ein Thema, über das wir sehr intensiv nachdenken. Wir haben seit vielen Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr wie lange, haben wir Tantieme-Modelle mit unseren Mitarbeitern für den variablen Gehaltsbestandteil, der mit sogenannten KPIs versehen wird, Key Performance Indikatoren. Wir machen uns die Mühe, das ist ein sehr komplexer, sehr schwieriger Prozess, einen Parameter zu identifizieren, der seine Arbeit irgendwie bezeichnet. Das ist nicht ganz einfach. Also ich kann jetzt nicht sagen, Umsatz ist es oder sowas. Ja. Gerade in der Matrix ist das eine unendlich schwierige Aufgabe. Machen wir übrigens im Wiki. Unser KPI-Baum wird im Wiki dargestellt. Da arbeiten ganz viele Leute auch mit. Das ist von einem Menschen alleine nicht zu beherrschen, die Komplexität. Aber es geht darum, ich möchte, dass für jeden Mitarbeiter eine Kennzahl identifiziert wird, an der er seinen Erfolg messen kann. Mindestens eine Kennzahl. Nach Möglichkeit mehr, weil er ist ja in mehreren Rollen unterwegs. Das ist für die laufenden Prozesse, also das, wo ich ständig immer wieder die gleiche Transaktion durch habe, die im Unternehmen immer wieder laufen. Das ist schwer. Das kriegen wir, glaube ich, zunehmend gut hin und da liegt eben sein Gehalt dran. Er hat also ein Fixum und hat einen variablen Bestandteil. Allerdings, eine Eintrittsbedingung für die Tantieme ist immer, er muss sich trotzdem an das Unternehmensleitbild gehalten haben. Das heißt also, er muss bei den Prüfpunkt Werte und Prinzipien, muss er sich immer noch den Check gefallen lassen, habe ich das mit den zugelassenen Mitteln erreicht, was ich da gemacht habe. Und das ist also auf Prozessebene noch eine relativ komplexe Angelegenheit. Bei Projekten ist es einfach. Da kann ich Meilensteine honorieren. Ich habe immer ausgerechnet vorher, welches Potenzial hat ein Projekt, wie wichtig ist das für das Unternehmen. Da kann ich immer Preisschilder dahinter machen. Mhm. Und für den Rest ist dann eben das Fixum da. Das soll damit abgedeckt werden. Das ist ein fortlaufender Prozess der Findung. Da werden wir sicherlich auch nie fertig werden, weil das Unternehmen sich in der Dynamik auch verändert. Also müssen sich auch die KPIs und die Gehaltsmodelle verändern. Auf der anderen Seite, unternehmerische Beteiligung am Unternehmen ist ohne weiteres möglich. Kann jeder machen. Wir sind börsennotiert. Jeder kann einen Teil seines Gehaltes in Aktien erwerben bei uns. Interessanterweise macht das außerhalb des Vorstands niemand. Warum? Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht falsch, dass sie das machen. Wenn ich mich so in die Zeit zurückversetze, 99 bis 2001, als der Massenwahnsinn an der Börse grassierte, da habe ich viele Unternehmen auch kennengelernt, die sehr stark über Aktien honoriert haben. Und das hatte bei stark steigenden Aktien den Nachteil, dass die Mitarbeiter sehr schnell sehr reich geworden sind, virtuell. Möglicherweise auch über ihre Verhältnisse gelebt haben. Mhm. Als der Kurs dann aber abgeschmiert ist, haben die nichts anderes mehr gemacht, als in Panik auf den Aktienchart zu starren und sind in die Paralyse gefallen, haben nicht mehr richtig gearbeitet. Mhm. Und ich finde auch, dass man sich entscheiden muss, ob ich Unternehmer sein möchte oder Angestellter sein möchte. Und ich finde es nur gefährlich, wenn ich jemanden versuche, in eine Twitter-Position reinzuzwingen, in der sich nicht wohlfühlt. Mhm. So, das heißt also, ich bin froh, wenn wir gute Angestellte haben, die sich nicht als Unternehmer sehen, aber mit viel Eifer und Spaß bei ihrer Sache sind. Sie müssen nicht zwingend Unternehmer werden. Wenn sie es wollen, wird das aber gefördert von uns. Wie transparent ist denn dieses Bewertungssystem, dieser KPI, von dem du gesprochen hast? Vollständig. Der KPI-Baum ist vollständig transparent. Der ist im Wiki. Jeder kann alles sehen. Ja, genau. Und wie gehen da die Mitarbeiter miteinander? Weil das ist ja auch oft. Habt ihr einen Betriebsrat? Was sagt denn da der Datenschutz dazu? Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Also datenschutzrechtlich ist das ein anderes Problem als vom Mitbestimmungsgesetz, was Betriebsrat angeht. Wir haben keinen Betriebsrat, deswegen habe ich da auch keine eigenen Erfahrungen, was das Thema angeht. Datenschutzrechtlich sichern wir uns ab. Das heißt, es gibt ja den alten Juristengrundsatz, dem Wollenden geschieht kein Unrecht. Das heißt also, jeder, der bei uns anfängt, weiß vorher, auf was er sich einlässt und welche Datentransparenz wir erzeugen. Gehälter sind nicht transparent. Also nicht, dass das falsch rüberkommt, die Information. Okay. Der KPI-Baum ist transparent. Aber nicht, welches Gehalt da rauskommt. Was ich übrigens nicht richtig finde. Da kämpfe ich gerade für, dass wir die Gehälter offenlegen. Denn die mangelnde Gehaltstransparenz ist momentan schädlicher für uns, als wenn jeder wüsste, was der andere verdient. Warum? Das habe ich am eigenen Leib festgestellt. Vorstandsgehälter von börsennotierten Gesellschaften müssen vollständig offengelegt werden. Das heißt, jeder kann nachlesen, was ist mein Fixum, wo ist mein variables Gehalt, wo sind meine Aktienoptionen. Bis zur Offenlegung hat es echt ganz schöne Mythen darüber gegeben, was ich alles so verdiene. Und seitdem es offen ist, kann ich mich eben auch offen mit auseinandersetzen. Das muss ich jedes Jahr auf der Hauptversammlung. Und ich fühle mich wohler dabei. Also ich kann das jetzt offen vertreten, kann dazu Stellung nehmen, muss es nicht geheim halten.
Wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich es auch lieber nicht gemacht, aber der Gesetzgeber hat uns nicht gefragt, wir mussten offenlegen. Und unsere Mitarbeiter sind jetzt in der gleichen Situation wie ich vor dieser gesetzlichen Änderung. Die finden das ganz furchtbar und die wollen das alle nicht. Und wir versuchen jetzt durch Überzeugungsarbeit das erst auf der Führungsebene zu machen. Soll Mitte des Jahres möglicherweise schon passieren. Ja. Der Vorteil ist, Führungskräfte werden gezwungen, gerechter zu entlohnen. Wenn es öffentlich ist, müssen sie eben auch öffentlich ihre Gehälter vertreten können. Das ist ja der Grund, warum der Gesetzgeber das den Aufsichtsräten auferlegt hat. Ja, klar. Ich kann eben nicht geheim mal eben irgendwas abstimmen da noch und Fabelgehälter zahlen. Und es ist ja tatsächlich so, dass manchmal aus einer Schwäche heraus man als Führungskraft Gehaltsasymmetrien einziehen lässt, die man eigentlich öffentlich so gar nicht vertreten möchte. Damit wäre dann Schluss. Das ist der große Vorteil davon. Am Anfang, glaube ich, gibt es Ärger. Deswegen haben wir jetzt eine ganz lange Übergangsfrist in der Diskussion. Das heißt also, unsere Führungskräfte wissen, dass es möglicherweise 2010 kommen kann und dass sie bis dahin die Ungerechtigkeiten ausgleichen müssen. Das heißt also, Gehälter und Gehaltsdifferenzen, die sie nicht mehr verargumentieren können, wenn sie transparent sind, haben sie jetzt 2 Jahre Zeit, die glatt zu ziehen. Ich finde, das reicht. Das heißt, ihr fordert, ganz egal auf welcher Ebene ihr einstellt, schon ein sehr, sehr klares Commitment von den Arbeitnehmern ab. Und wenn die nicht wollen, dann sollen sie es einfach sein lassen. Genau. Und wie kommt es so an in Bewerbungsgesprächen, oder? Das war super interessant. Der Handel hat ja immer das Problem, sagen wir mal, die richtig guten Leute nicht wirklich magisch anzuziehen. Also man verbindet damit ja, Schön ausgedrückt. ja, man verbindet damit ja so einen bestimmten Gebäudetyp und eine bestimmte Art zu arbeiten. Ja. Ich weiß nicht, hast du den Tatort gesehen am Sonntag, wo sie sich auf Lidl eingeschossen haben? Nee, Das habe ich war ein nicht. Hammer. Also da haben die meiner Meinung nach sehr treffendes Bild vom Handel gezeigt. Ich habe selber eine Zeit lang im Handel gearbeitet, in einer anderen Situation als Student noch. Und das zieht eben nicht gerade Leute magisch an. Verschlossen, nicht kreativ, macht keinen Spaß, merkwürdige Unternehmenskultur und sowas. Und wir hatten bis 2007 genau das gleiche Problem, die richtig guten Leute haben wir nicht gekriegt. Seitdem wir so unglaublich offen sind. Und wenn du dir unsere Internetseite anguckst, synaxon.de, das ist schon, glaube ich, nicht so normal, was wir da machen an Offenheit. Seitdem wir das machen und unsere Unternehmenswerte und was wir tun, richtig nach draußen publizieren, auch durch die Blogs, und man ein ganz gutes Gespür dafür kriegt, auf was lasse ich mich da eigentlich ein? Ich kann ja vorher nachlesen, welche Prinzipien da wirken. Ich kann vorher nachlesen, was der CEO da so treibt. Und jetzt kriegen wir nur noch die Bewerbungen von Leuten, die da Bock drauf haben. Also eine Vorselektion Ja, von genau. Menschen. Und das, was wir machen, scheint viel attraktiver zu sein, als was man vom Handel erwartet. Das heißt, die Qualität der Bewerbung hat sich dramatisch verbessert. Wir kriegen heute Leute, die hätten wir vor 5 Jahren nie gekriegt. Was sagen die Aktionäre dazu? Ja, unsere Aktionäre sind ja ganz simpel unterwegs, was ihre Ziele angeht. Die wollen auf einem langen Zeitstrahl, da haben wir Glück. Wir haben sehr langfristig orientierte Aktionäre, die also nicht sagen, Quartal zu Quartal muss es passen, sondern die sagen, auf dem 5-Jahres-, 10-Jahres-Strahl muss es passen. Dieses Glück haben nicht viele Unternehmen, solche Eigentümer zu haben. Und die finden das gut, was wir machen, also diese Offenheit. Also das wird voll Habt ihr unterstützt die von denen. integriert? Hast du damals mit denen gesprochen? Als wir fertig waren, habe ich es gemacht. Also ich glaube, das kann man im Vorfeld nicht so gut erklären. Das muss man zeigen, wenn es fertig ist. Also das Risiko sind wir gegangen vom Vorstand, dass wir gesagt haben, wir schaffen Fakten und zeigen es danach. Mal davon abgesehen, dass das Aktienrecht uns diesen Freiraum ja auch gibt. Das dürfen wir Ja. machen. Und da hat der Aktionär das gleiche Recht wie jeder andere auch. Wenn ihm das nicht passt, kann er uns eben nach Hause schicken dann an der Stelle. Aber wir waren schon sehr überzeugt, dass das eben dem langfristigen Interesse des Unternehmens so stark nützt, dass das kein vernünftiger Aktionär anders sehen kann. Und so war es dann auch. Wenn wir jetzt diese ganze Entwicklung, die du da jetzt schon beschrieben hast, so ein bisschen weiter spinnen, ist dann dein Job als CEO bald obsolet? Das Braucht man dich noch? ja, das, das Ist die ist Funktion oder wird es eine andere Funktion? Wie ist denn da deine ureigene Perspektive? ich schlage nochmal den Haken zurück in die Open Source Software und auch in Projekte wie Wikipedia, von denen man, glaube ich, ganz viel lernen kann. Was in der Diskussion ganz oft übersehen wird, ist, dass viele Projekte einen harten finanziellen Kern haben. Ubuntu, nehmen wir mal ein Beispiel Ubuntu oder die Mozilla Foundation. Ubuntu ist von einem Unternehmen, der Canonical Limited, ins Leben gerufen worden, und der Mark Shuttleworth hat das komplette Kapitalrisiko getragen dafür, hat sich selber in die Rolle des gutmütigen Diktators geschwungen, hat ein kleines Team, ich glaube, von 30, 40 Leuten, was er sehr unmittelbar führt, aber ansonsten eine sehr, sehr große Entwicklergemeinde, die auch einfach weglaufen könnte. Und bei Wikipedia genau das Gleiche. Jimmy Wales hat ein riesen Millioneninvestment in das Projekt reingegeben, hat am Anfang als gutmütiger Diktator bestimmt, wo es lang geht.
steht und hat ansonsten aber auch die gleiche Situation wie Mark Shuttleworth gehabt. Man muss ihm als Wikipedianer ja nicht folgen, man kann ja auch woanders hingehen. Und ich glaube, dass das zeichnet schon gut auf, wie sich Führungskraftfunktionen in Zukunft auch neu definieren werden. Das heißt also, der kleine professionelle Kern, die 120 Mitarbeiter bei uns, werden durch einen Vorstandsvorsitzenden, der das Kapital vertritt, geführt werden. Das heißt also, ich bin der Vertreter des Kapitals, was Ressourcenentscheidungen angeht, in letzter Konsequenz mit beiden Vorstandskollegen. Wir sind zu dritt dabei. Und die Mitarbeiter haben natürlich das Recht, jederzeit das Unternehmen zu verlassen oder woanders hinzugehen. Aber was bei Ubuntu die Entwickler sind und bei Wikipedia die vielen, vielen tausend Redakteure, sind bei uns unsere Partner. Die sind nur locker angebunden an uns. Unsere 2800 Partner könnten sagen, so Naxon, das interessiert mich nicht, die gehen einfach. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum uns das gar nicht so schwer fällt, weil wir waren von Anfang an in dieser Funktion, ein kleines professionelles Kernteam zu führen zu müssen, Ressourcenentscheidungen treffen zu müssen, die das Geschick von 15.000 Menschen draußen direkt und unmittelbar auch mit beeinflusst. Und das könnte für viele Betriebstypen die Zukunft sein, was wir jetzt schon vorgemacht haben und was eben diese Projekte Ubuntu und Wikipedia schon vorgemacht haben. So, was heißt das? Für uns heißt das, wir müssen auf der einen Seite die Interessen des Kapitals so vertreten, dass die Kapitaleigner nach wie vor der Ansicht sind, wir sind die Richtigen auf dem Posten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter ebenfalls Lust haben, damit zu arbeiten. Und die viel schwierigere Aufgabe ist eben, die Leistungen in diesem Umfeld so zu erbringen, dass unsere vielen Partner da draußen das ebenfalls gut finden, was wir treiben. Und was kommt von den Partnern jetzt explizit zurück? Eine sehr große Bandbreite. Also auch da haben wir einen Haufen Fans, die das wirklich richtig gut finden. Wir haben ja auch Wikis, die auf Partnerebene arbeiten. Vor allen Dingen das PC-Spezialist-Partner-Wiki ist sehr, sehr aktiv in unserem Franchise-System. Und was wir jetzt heute merken, ist, dass die Enterprise 2.0-Funktionen, die mehr so auf Social Networking abgestellt sind, die so Xing-ähnliche Funktionalitäten haben, gerade von unseren größeren Systemhäusern sehr, sehr stark nachgefragt werden. Und die fangen jetzt übrigens alle auch an, intern für ihre eigenen größeren Unternehmen, die haben bis zu 200 Mitarbeiter da draußen, ebenfalls Wikis einzuführen und die locker mit unserem Wiki zu verbinden. Und das wird dich vielleicht wundern, aber die IT-Branche ist relativ rückständig, was solche Dinge angeht. Und wir haben eine ganze Menge Partner da draußen, die interessiert das einfach gar nicht. Das ist aber nicht schlimm, weil was die interessiert ist, wird unsere Leistung dadurch besser. Und das kann man heute, glaube ich, mit großer Gewissheit behaupten, dass man sagt, von 2006 bis heute hat sich der Leistungsstandard, die Qualität und die pure Menge von Leistungen, die wir rausgeben können, sehr, sehr stark verbessert und das bei nicht stark steigenden Personalzahlen. Was hat sich konkret verbessert? Warum kannst du das so wirklich so explizit sagen, wenn du gesagt hast, unsere Qualität hat sich verbessert? Ich hole ein bisschen aus. 2800 Partnerbetriebe bei uns haben locker 2500 unterschiedliche Betriebstypen. Also die machen unterschiedliches Geschäft tatsächlich. Also selbst in den Marken ist das noch so. Also ein IT-Partner in München macht was anderes als der in Hamburg. Das hat was mit einer Superfragmentierung unserer Branche zu tun. Also kein Systemhaus macht genau den gleichen Job wie ein anderes Systemhaus heute. Der eine hat sich auf VPN spezialisiert, der nächste auf Security, der nächste auf Virtualisierung, der dann aber wieder auf einen anderen Hersteller als der nächste. Also jeder hat ein völlig einzigartiges Geschäftsmodell. Und dann wird das natürlich schwierig, wenn ich anfange, ausschließlich zentrale Dienstleistungen zu erbringen. Wenn ich aber den Enterprise 2.0-Gedanken ausweite auf unser Leistungsspektrum, dann kann ich auch sehr stark individualisieren auf der Leistungsebene. Marketing als Beispiel. Ich kann einen zentralen Flyer bringen, den ich rausschmeiße mit einer Millionenauflage, machen wir jeden Monat. Aber damit erreiche ich eben nur 15% unserer Partner, nämlich die, die eine Schnittmenge bilden im Geschäftsmodell. Mhm. Was machen die anderen 2.600 Partner, das sind 2.400 Partner dann? Und die hätten keine Werbeleistung. Wir stellen denen eine Plattform zur Verfügung, wo sie dann eben, Web-to-Print heißt das, wo sie dann eben aufgrund von Templates, die wir zur Verfügung stellen, völlig individualisierte, auf ihren Betriebstyp passende Werbung machen können. Okay. Und das ist für uns auch ein klarer Ausfluss von Enterprise 2.0, weil auch hier haben wir die Kontrolle über das Corporate Design rausgegeben. Wir geben den Rahmen auf der Plattform vor, aber die letztendliche Individualisierung erfolgt durch den Partner selber. Ein Punkt jetzt doch nochmal sehr toolbezogen. Ihr macht ja nicht nur Wikis. Mit dem Wiki seid ihr jetzt ganz berühmt geworden, über Brand 1 auch. Mhm. Ihr probiert ja jetzt auch andere Tools aus. Ihr bloggt, ihr habt dieses wie heißt's? Jammer. Ist das jetzt alles so wild ausufernd? Wird da einfach ausprobiert? Lasst ihr das jetzt einfach zu? Oder
Habt ihr da auch bestimmte Vorgaben an die Tools, die genutzt werden und wie sie genutzt werden? Ich habe vorhin auch gesagt, gibt es in Bewertungen mit allen, ob der jetzt blockt, das ist ein Wikipedia ja, genau. Oder was immer. Also in die Bewertung mit einfließt, ob er sich an den Unternehmensprinzipien, Offenheit der Informationen, also Wissen nicht als Geheimwaffe zu missbrauchen, ja. Anträgern von Communities oder ob er diese Dinge macht, aber nicht welche Tools er nutzt. Das ist im Detail nicht vollständig beschrieben. Es ist beschrieben, aber nicht vollständig beschrieben. Wir testen relativ viel rum und wir haben bei Wikis einen Schuss, einen Treffer gehabt, das Media-Wiki, das nutzen wir auch weiter. Bei den Blogs sind wir immer noch so ein bisschen auf der Suche, wir arbeiten sehr stark mit WordPress-Blogs, die haben einen ganz furchtbaren Nachteil, ich kann keine personalisierten Blogs machen, ich zahle nicht auf meine Person ein, sondern ich habe eben das Synaxon.de-Blog, nicht das Frank-Röbers-Blog, das Microtrend-Blog und wie sie alle heißen. Da werden wir noch selber ein bisschen Entwicklung reingeben in das Thema, weil wir gerne hätten, dass jeder sein eigenes Blog hat, was dann eben auf die richtigen Plattformen hochaggregiert wird. Also ich kann dann angeben, genau, was sie haben. Vielleicht kaufen wir das auch einfach, müssen wir noch mal kennenlernen, wie die das da genau machen. Ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es für uns passt, aber wir wollen uns das noch angucken. Und Microblogging war jetzt so das letzte große, was wir gemacht haben. Das war einfach ein Versuch. Ich habe Microblogging nicht verstanden, 2 Jahre lang nicht. Und wir haben 2, 3 Kollegen bei uns, die immer gesagt haben, Mensch, lass uns das doch auch mal probieren. Und dann habe ich gesagt, okay, macht's einfach. So, und, die also du gibst da schon dann den Startschuss? Nee, in diesem Fall war ich das gar nicht. Das waren andere, die den Startschuss gegeben haben, dann ist es krepiert. Also die haben dann angefangen zu twittern und hatten auch eine Yammer-Plattform einfach mal so eingeführt. Das nennt sich bei uns U-Boot-Projekte. Also die sind unsichtbar, werden die einfach von irgendeinem mal gestartet. Und wenn er dann merkt, oh, das könnte was werden, dann taucht er auf Periskophöhe auf und zeigt sich dann. Und das lassen wir auch zu, sowas. Und das heißt, da hatten 2 Kollegen Yammer schon mal installiert und haben das dann eben auf allen möglichen Wegen bekannt gegeben und das hat nicht funktioniert, hat nicht geklappt. Und ich habe dann festgestellt, dass viele Leute, die ich gut kenne, von denen ich viel halte, immer intensiver Twitter nutzen. Und da habe ich gedacht, okay, ich verstehe es nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal. Und habe dann sehr, sehr schnell gelernt, wie wertvoll das sein kann. Und da habe ich aber gleich gedacht, Mensch, fürs Unternehmen selber ist Twitter nicht, also für die interne Kommunikation nicht so, weil ein paar Sachen möchte ich auch nicht, dass sie sofort ungefiltert nach draußen gehen. Ist nicht viel, aber ein paar Sachen gibt's. Und wir unterliegen natürlich auch noch ein bisschen den Geheimhaltungsvorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes. Ein bisschen müssen wir aufpassen. Und dann habe ich nochmal rumgefragt, was ist eigentlich aus dem Yammer-Projekt geworden? Und ja, skripiert hatten die mir dann gesagt. Dann, okay, wir machen einen Neustart. Und wir gehen jetzt viel offensiver in die Kommunikation. Und möglicherweise hat eine Rolle gespielt, dass ich das auch gut finde. Also es kann sein, dass das dann nochmal so ein Katalysator gewesen ist. Ja. Als ich das dann bekannt gegeben habe, ich fange an zu jammern und die im ersten Anlauf dabei waren auch, hatten wir innerhalb weniger Minuten 80, 90 Anmeldungen auf der Plattform drauf. Und dann ging das auch sofort los. So, und die das noch nicht so ganz verstanden hatten mit dem Microbloggen, fingen dann natürlich auch gleich an, wollten Regelwerke schreiben und ob man eine Statusmeldung wirklich machen müsste und teilweise chatten und so. Und jetzt sind wir dabei, die Werkzeugkompetenz zu erlernen. Weil es ist schon nicht leicht zu entscheiden, wann blogge ich etwas, auf welcher Veröffentlichungsebene, wann mache ich einen Microblog, wann chatte ich zu dem Thema, wann nehme ich ein Telefon in die Hand, wann trage ich es in unsere Gesprächsdatenbank ein, wann veröffentliche ich es im Internet. Das ist eine Medienkompetenz, die haben ein paar wenige intuitiv drauf, die machen das immer richtig, aber die meisten müssen das lernen. Die Kulturänderung im Unternehmen, kann die auch von unten kommen? Kann das Sinn machen oder hat das zwangsläufig zur Folge, dass dann einfach ein paar Köpfe rollen? Muss also, es von oben sein oder? Muss nicht. Es kann nicht gegen die Unternehmensführung passieren, das glaube ich nicht, aber es kann initiiert werden durch Nicht-Führungskräfte. Das kann von ganz unten kommen, so etwas. Und man kann dann eben durch Ergebnisse die Führung überzeugen, da mitzumachen. Das habe ich zumindest selber schon persönlich beobachtet, dass sowas funktioniert. Viel einfacher ist es natürlich von oben nach unten. Also wenn die oberste Führungsspitze was mit Überzeugung nach unten durchreichen kann, das geht sehr viel schneller als andersrum. Es ist aber auch mit dem Risiko verbunden, wenn ich es von unten reinbringe. Je nachdem, wie weit das... Ja, genau. Das ist ein Risiko für denjenigen, der es macht. Also du hast ja eben gesagt, rollen dann Köpfe. Ja, das kann passieren. Das hängt von dem Unternehmen ab.
Würdest du grundsätzlich sagen, dass Enterprise 2.0 der Segen jetzt hier ist in unserer Wirtschaftskrise? Enterprise 2.0 ist gut für jedes Unternehmen. Wenn sie es nur richtig machen, kommen sie durch. Ich bin exakt der Gegenmeinung. Ich glaube, dass Enterprise 2.0 nicht für jedes Unternehmen taugt und dass man auch die alte Unternehmensform dringend noch brauchen wird für viele, viele Unternehmen auf der Welt. Ich glaube, dass Enterprise 2.0 sich dann ganz besonders eignet, wenn ich es mit wenigen hochqualifizierten Arbeitskräften zu tun habe. Wenn ich aber tatsächlich mit Massenarbeitnehmern arbeiten muss, um bestimmte Dinge zu machen, einen Damm bauen beispielsweise oder eine riesige Produktionsstätte beschreiben, wo es eben viel mit Manufaktur noch zu tun hat, dann ist, glaube ich, Enterprise 1.0 gar nicht die schlechteste Organisationsform. Da kann ich Chaos und Freiraum nicht gut gebrauchen. Das ist jetzt aber nicht eine Absage irgendwie, dass du sagst, für große Unternehmen ist Enterprise 2.0 nicht sinnvoll. Nein, 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 das nicht. Es gibt große Unternehmen, für die ist es sinnvoll und große Unternehmen, für die ist es nicht sinnvoll. Es gibt ja auch riesige Unternehmen, die nur hoch oder die überwiegend hochqualifizierte Arbeitskräfte haben, Versicherungen, Banken. Ja. Es gibt aber eben auch große Unternehmen, die es mit einer ganzen Menge niedrig qualifizierter Jobs zu tun haben. Ernteeinsatz auf den Feldern zum Beispiel, was soll ich da mit Enterprise 2.0? Also in der Landwirtschaft jetzt. Du hast gerade ein wunderschönes Beispiel gesagt, die Finanzwelt. Wie könnte man die mit Enterprise 2.0 jetzt ein bisschen aufmöbeln? Ich weiß es nicht. Ich bin ganz froh, dass ich nie in der Finanzwelt gearbeitet habe. Ich kann als externer Beobachter mal sagen, die übertreiben immer, egal ob es im Guten oder im Schlechten ist. Und ich stecke in dieser Szene nicht tief genug drin, um da irgendwas Sinnvolles zu sagen zu können. Wie weit kann dieses Result-Oriented Working Environment, wie zum Beispiel bei Best Buy, tatsächlich gehen, ohne dass die gemeinsame Kultur, die jetzt ihr auch für Synaxon ja festgeschrieben habt, ohne dass die darunter leidet? Gibt es so ein Beispiel wie bei Best Buy? Gibt es das auch bei euch? Können die zu Hause arbeiten oder müssen die kommen oder... Ja, viele Dinge bei uns ergeben sich ja aus äußeren Zwängen und wir haben jetzt einfach nicht genug Bürofläche für alle Mitarbeiter und das verschärft sich jetzt gerade dramatisch, das Problem, sodass wir intensiv auf dem Weg sind zu lernen, wie wir auch ohne feste Büroarbeitsplätze arbeiten können. Also wir wollen uns von unserer Gebäudeinfrastruktur loslösen. Das geht mit Enterprise 2.0 ja perfekt. Also wenn ich Wikis habe, Microblogging habe, Instant Messaging habe, dann brauche ich eigentlich wirklich kein Team mehr, was zusammenarbeitet und den ganzen Tag aufeinander hockt. Und ich glaube, eine richtige Kombination aus persönlichen Kontakten und technologischer Unterstützung, dezentrale Arbeitsorte, das ist das Optimum. Also momentan sieht es bei uns so aus, einen Tag Minimum pro Woche in einer zentralen Einheit, in Meetings und mit anderen Leuten sprechen und 3 bis 4 Tage pro Woche kann man tatsächlich im Homeoffice arbeiten. Das geht ganz wunderbar und da geht die Kultur auch überhaupt nicht verloren. Das kann man, glaube ich, noch sehr viel weiter treiben, denn auch ein Projekt wie Wikipedia hat eine Kultur, eine ziemlich deutliche sogar. Auch Ubuntu oder Linux hat eine ganz klare Kultur und da sind viele Menschen beteiligt, die sich nie gesehen haben, die sich nicht kennen. Und da sind auch viele Menschen beteiligt, die sich gelegentlich mal treffen. Und ich glaube, dass die Unternehmenskultur durch sowas möglicherweise sogar gefördert werden kann. Okay. Jetzt als allerletzte Frage. Wo geht ihr so als nächstes mit eurer Firma hin? Was spinnt so in deinem Kopf rum? Was sind die Next Steps, die für euch anstehen? Ja. Bei Xynoson im Hinblick jetzt auf Enterprise 2.0. Zwei große Projekte, die uns die nächsten 2-3 Jahre intensiv beschäftigen werden. Das eine ist, dass wir jetzt den Handel Richtung 2.0 treiben. Momentan machen wir Handel 1.0. Das heißt, wir bieten Ware an, der Kunde kauft, hoffentlich. Und das würden wir gerne auf eine Plattformbasis stellen. Das heißt also, wir wollen nicht der ausschließliche Produktanbieter sein, sondern wir wollen uns auf ein Kernsortiment beschränken und ansonsten eine Plattform zur Verfügung stellen, auf der jeder handeln kann. Erstmal jeder Händler, aber auch natürlich auch Kunden untereinander, sehr stark Richtung Amazon Marketplace in die Richtung oder eBay. Und das Ganze, das ist noch nicht so irre innovativ, da ziehen wir jetzt einfach nach mit Konzepten, die es schon gibt. Wo wir jetzt ziemlich weit vorne sind, glaube ich, ist, dass wir das Ganze nicht nur für Waren, sondern auch für Dienstleistungen machen werden, weil unsere Partner sehr stark dienstleistungsorientiert sind. Die Hälfte unseres Umsatzes wird ja nicht mit Hardware gemacht, sondern mit Dienstleistungen. Und dafür eine Vermarktungs- und Handelsplattform zu schaffen, das wird jetzt ein Projekt der nächsten Jahre sein, wo wir ziemlich großen Teil unseres Geldes rein investieren werden. Das heißt, wir wollen
die 15.000 unterschiedlichen Fähigkeitsprofile identifizieren über Social Network Funktionalitäten, vermarktbar machen und auch vermarkten und als Plattformanbieter in den Markt reingeben können, sodass ich heute, egal mit welcher Aufgabenstellung ich im IT-Markt unterwegs bin, als Privatkunde oder als Geschäftskunde, ich ganz sicher den Experten finde aus Synaxon, der sich am besten mit dem Problem auskennt und den ich dann eben buchen kann. Und wer macht da alles mit, wenn du jetzt sagst, von der Investition her, das ist Synaxon-Investition? Ausschließlich. Und die Händler oder Partner können dann drauf? Genau. Genau. Also das Investitionsrisiko tragen wir alleine, beziehungsweise unsere Aktionäre in diesem Fall. Und die Partner können das dann nutzen und werden dann mit einer Transaktionsgebühr eben das bezahlen. Aber sie brauchen dann nur das nutzen, was sie tatsächlich nur nutzen und müssen nicht ins Vorinvestment gehen. Und da ist auch wirklich einiges noch zu entwickeln. Da gibt es ja keine Standardsoftware, die ich jetzt einfach kaufen kann, die das macht. Und man muss Elemente von Xing, von Facebook sicherlich haben, aber auch viele Algorithmen, die es heute noch gar nicht gibt, mit denen ich Fähigkeitsprofile auffinden kann. Da wird sicherlich Tagging eine ganz wichtige Rolle spielen und alles, was man heute an Social Media sonst noch so kennt. Ja. Aber das auf die Art und Weise zu verbinden, dass ich ein Geschäftsmodell rausmachen kann, das, ich glaube, da sind wir noch relativ weit vorne. Denn die meisten Web 2.0-Applikationen stützen sich auf Werbeeinnahmen ab und das halte ich für keine gute Idee für uns. Also für eine Google ist es eine gute Idee, klar, aber für uns nicht. Das heißt also, wir wollen mit Social Media auf der einen Seite den Vertrieb von Ware fördern, aber auf der anderen Seite auch die Vermarktung von Fähigkeiten als Dienstleistung fördern. Und das zu kommerzialisieren, diese ganzen Web 2.0-Plattformen so zu kommerzialisieren, dass wieder ein Geschäft daraus wird, das ist der nächste große Sprung, den wir machen. Das ist sehr spannend. Und intern, das war jetzt so ein bisschen eher Zielrichtung offener Markt, Synaxon intern. Synaxon intern wird erstmal als nächstes zu verkraften haben Internationalisierung. Wir sind seit letztem Jahr in England vertreten. Das ist anspruchsvoll genug, das für die nächsten 2 Jahre erstmal in den Griff zu bekommen und auch zum Funktionieren zu bringen. Und wenn wir dann in andere europäische Länder kommen, muss dann eben die Organisation nachgezogen werden. Was dann ein Riesenproblem ist, unsere Wikis sind ausschließlich auf Deutsch bis jetzt. Alle Dokumente sind auf Deutsch. Das heißt, wir haben das Mehrsprachigkeitsproblem noch nicht gelöst dort. Was jetzt allerdings Enterprise 2.0 angeht, da wird kein Riesensprung mehr kommen von uns, sondern da, glaube ich, haben wir jetzt ein Niveau erreicht, was wir festigen wollen, was wir im Detail sicherlich noch dramatisch verbessern, aber dass jetzt nochmal so ein Klopfer kommt wie Wiki und Bloggen und Social Network, das sind so die 3 wesentlichen Elemente bei uns, ist nichts in Sicht. Wenn was kommt, werden wir es sicherlich angucken, aber dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt etwas, das haben wir noch nicht und das wollen wir unbedingt haben, das muss jetzt dieses Jahr noch kommen, eher nicht.